Hallo ihr Lieben, heute bin ich wieder unterwegs, schau mal die Insel an, habe schon tolle Eindrücke erlebt, viele, viele Orte hier auf Lesbos, die zum Philosophieren, zum Nachdenken inspirieren. Es ist unfassbar, wie viele tolle Orte es gibt, ganz urige, ganz nach meinem Geschmack Orte. Und wenn man dann so umsitzt, ja, und nachdenkt, denkt man natürlich über bestimmte Themen nach. Und ein Thema ist heute sehr oft bei mir aufgetaucht, das Thema Verzeihen. Ja, das Thema Verzeihen. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Verzeihen wollen oder mit dem Verzeihen können. Was ist damit gemeint? Dass ich jemandem seine Schuld erlasse? Also ich habe durch viele Gespräche immer wieder gemerkt, dass die Menschen mit dem Verzeihen ein Problem haben. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ich bin fast auch drauf gekommen, dass das mit dem Verzeihen oft nur ein mentales Konzept ist. Ja? Man will jemanden verzeihen, weil er irgendwas Grausliches gemacht hat, aber man spürt, dass das nicht wahr ist. Ich glaube, wir müssten, um das besser zu verstehen, müsste man das Wort austauschen, nämlich statt verzeihen, vergeben. Also das mit dem, man muss das Wort wechseln, austauschen mit dem, also statt verzeihen, vergeben. Dann kommt man der Sache nämlich schon ein bisschen mehr auf den Grund, worum es eigentlich wirklich geht. Wenn ich jemanden vergeben soll, was soll ich denn vergeben? Ja? Also für mich ist klar, wenn ich etwas vergeben soll, ja, dann soll ich was hergeben. Aber ich kann nur hergeben, was ich in mir schaffen kann. Wenn jemand mir etwas Böses angetan hat, dann kann ich zwar mental es akzeptieren, aber emotional oft nicht. Also braucht es wiederum einmal einen Zustand in unserem Körper. Und der höchste Zustand, den wir erreichen können, der höchste Schwingungszustand, der tollste Zustand, den wir erreichen können, ist ja eben Liebe. Liebe sein. Und wenn wir zum Beispiel uns mit den menschlichen Problemen beschäftigen, warum Probleme entstehen, dann können wir auch ganz klar erkennen, dass jemand, der etwas Böses uns antut, eigentlich, dass der nicht gut geht. Der hat keinen guten Ist-Zustand. Und jetzt ist so, dass ich, wenn derjenige mir etwas Schlechtes antut, was Unangenehmes antut, dass ich dem verzeihen soll, beziehungsweise ich soll ihm vergeben, ja, dann muss ich mich eigentlich hauptsächlich um meinen Ist-Zustand beschäftigen, kümmern, weil ich kann ja nur etwas vergeben, was ich habe. Wenn ich allerdings in meinem Körper einen schlechten Ist-Zustand habe, Gefühle in mir habe, des Hasses, der Angst ist gleich Enge, dann kann ich nicht Liebe vergeben, weil ich sie ja nicht habe. Automatisch fordert man dann oft ein vom anderen, dass er das uns geben soll. Also, ihr merkt wahrscheinlich, wie komplex das ist, aber trotzdem irgendwie einfach. Wer den Akt des Vergebens machen möchte, dann muss er
berücksichtigen, dass er sich selber einen guten Zustand erschaffen muss. Es gibt da draußen in der Welt niemanden, der dafür verantwortlich ist, für das, wie es einem da drinnen geht. Gedanken erschaffen physische Realität. Verzeihen ist ein mentales Konzept und passt oft nicht zusammen mit den Gefühlen, die wir haben. Vergeben ist eine innere Haltung, wenn ich verstehe, warum der andere das gemacht hat. Aber das Kuriose ist, sobald ich in der Lage bin zu vergeben, also ich gebe dem etwas, nämlich Aufmerksamkeit, Liebe, wie auch immer, ja, wenn ich in der Lage bin, das zu erschaffen, wenn ich das erkenne, dann fordere ich von den anderen überhaupt keine Entschuldigung mehr ein. Vergeben ist sogar eine innere Haltung, wo du gar nichts mehr sprechen musst. Du verlangst, forderst von den anderen gar nichts ein. In diesem Sinne, lasst uns den inneren Zustand des sich öffnen bzw. Liebe sein erschaffen, damit wir immer in der Lage sein zu vergeben. Etwas vergeben, was wir immer vergeben wollen. Liebe. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.